Das Erkennen innerer Werte. Jeder Mensch drängt nach irgendeinem Wert. Ob er sich diesen Wert äußerlich zulegt oder ob er den Wert in irgendetwas Innerlichem findet. Das hängt mit seiner persönlichen Entwicklung und Reife zusammen. Die Frage der Werte ist an sich eine Frage des Zusammenlebens der Menschen. Was bedeutet Ihnen dieses oder jenes? Bedeutet Ihnen Liebe, Treue, ein Wert? Oder sind es nur die Werte, die wir in unseren Wirtschaftsgütern haben? Oder die wir vielleicht dort suchen, wo wir Vergnügen und Spaß haben? Darum ist die Frage der Werte doch etwas, das wir irgendwie in unser Bewusstsein rücken sollten, damit wir uns darüber klar sind, ob es auch wirklich wert ist, nach diesem oder jenem Wert zu streben. Wir leben in einer Welt der Gegensätzlichkeit. Und wir sind so tief in diese Welt hinein versunken durch unser Inkarnat. Und durch unser Denken, das zu diesem Inkarnat gehört, dass wir in uns auch gegensätzlich sind. Jeder Mensch ist gegensätzlich in sich. Jeder Mensch hat Fähigkeiten mitbekommen, Talente. Und wenn Sie genau hinsehen, hat er genau von Gott oder von der Schöpfung das mitbekommen, was er für sein Leben, für die Verwirklichung seiner Person in dieser existenten Welt braucht. Und alle diese Qualitäten und Fähigkeiten kann er in Einsatz bringen, vorausgesetzt, dass er auch willens ist, sich selbst zu verwirklichen. Aber neben diesen Werten und Qualitäten haben sie auch das Gegenteil dieser Werte in sich. Etwas, was sie verhindert, diese Werte durchzusetzen, diese Qualitäten, diese Talente zu verwirklichen, eine Trägheit oder etwas, was dagegen arbeitet, was sie hemmt. Und so gibt es sehr viele Menschen, die wohl Talente haben. Ich möchte behaupten, es gibt kaum einen Menschen, der kein Talent hat. Aber es gibt wenige Menschen, die nun wirklich den Gegensatz in sich selbst, diese Gegenspannung überwinden. Und weil sie in sich nicht überwinden, darum kommen sie zu nichts. Darum bleiben sie immer in bestimmten Niederungen ihres kleinen Egos und kommen nicht zu dem eigentlichen Wert ihrer Existenz, sondern bleiben immer in irgendeinem mittelmäßigen Durchschnitt. Um Ihnen das verständlich zu machen, müssen Sie etwas verstehen, was man gar nicht gerne versteht. Das ist das Gesetz der Gegensätzlichkeit, Sie können es auch Polarität nennen, in dieser Welt, die ja auch auf unser Inneres hinbezogen ist. Da haben wir auf der einen Seite das Leben. Und wir haben als Gegensatz des Lebens den Tod. Und nun fragen sich viele Menschen, könnte man den Tod nicht abschaffen?
Nehmen wir an, Sie könnten den Tod abschaffen. Was wäre dann das Leben? Das Leben würde derartig verflachen. Das Leben würde so unwürdig als Leben werden, dass die Menschen danach schreien würden, dass es einen Tod geben würde. Weil das, was das Leben ausmacht, eigentlich durch den Gegensatz überhaupt zu einem lebendigen Leben führt. Nur dadurch, dass es einen Tod gibt, wird dieses Leben zu einem höheren Leben. Also wird zu einem Leben, das nun, wie wir sagen, ein unsterbliches, ewiges Leben wird. Und gerade dieser Gegensatz ist das, den wir ja im Allgemeinen am meisten fürchten. Ich möchte hier in gar keiner Weise sagen, dass der Tod etwas Angenehmes ist. Ich möchte ihn in gar keiner Weise beschönigen, oder ich möchte dieser Seite des Gegensatzes in keiner Weise etwas anhängen, was ihr nicht eigen ist. Aber eines ist bestimmt, dass gerade diese uns so negativ erscheinende Seite die Kraft in sich hat, damit die andere Seite, die wir positiv nennen, nicht verflacht, sondern dass sie sich erhebt, dass aus dem Leben ein unsterbliches, ein ewiges Leben, ein lebendiges Leben wird. Eben das, wonach wir letztendlich uns alle sehen. Das wäre ohne den Tod nicht möglich. Nun können Sie natürlich fragen, warum wir gerade in dieses Leben hineingekommen sind. Denn unser Ursprung ist ja nicht, dass wir aus der Gegensätzlichkeit kommen, sondern unser Ursprung ist, dass wir, so heißt es im Alten Testament und die Philosophien bestätigen dies, auch die Existenzphilosophie bestätigt es, dass wir aus einer unerhörten Freiheit, aus einer Einheit kommen. Und dass wir, wie die Bibel sagt, Kinder Gottes sind. Wir sind also Wesen, die in dem Ursprung in sich eins sind, die sich selbst haben, die, weil, so sagt es Thomas von Aquin, Gott und die Engel haben sich selbst und so haben wir uns einmal selbst gehabt. Nun sind wir aber hinein in die Welt der Erscheinungen, in die Schöpfung eingekehrt. Und wir sind eigentlich dazu eingekehrt, dass wir in diesem uns selbst haben, bleiben würden. Aber das sind wir nicht. Wir haben uns so sehr in diese Welt der Kontraste, der Gegensätze verliebt, in dieses Spiel von dem einen zum anderen, in diese Leidenschaften, die damit zusammenhängen, dass wir unsere Einheit, unser in uns selbst ruhen, unser uns selbst haben vergessen haben. Und nun suchen wir uns. Und wo suchen wir uns? Wir suchen uns in anderen Menschen. Und wenn wir sagen, da ist ein Mann, der geht von einer Liebschaft in die andere, so ist das gar nicht die Liebschaft, so ist das gar nicht so, wie man sagt, die Leidenschaft des Körperlichen allein, sondern es ist, dass er sich selbst sucht. Er hat sich nicht und er sucht sich. Und er ist immer enttäuscht, weil er sich nicht findet im anderen.
Und wenn ihr einen anderen einen Vorwurf macht über irgendetwas, das ja immer irgendwie mit Konflikten zusammenhängt, so macht ihr ihm deshalb den Vorwurf, weil er sich selbst nicht hat, weil er sich selbst nicht findet, er findet sich nicht. Dieses sich nicht finden, verstehen Sie, das ist eines der größten Schwierigkeiten in dieser Welt. Wenn wir die Welt im Allgemeinen sehen, besteht sie aus lauter Menschen, die sich selbst nicht finden, sondern die angstvoll irgendwo nach irgendjemanden greifen, die gar nicht den anderen wirklich lieb haben, sondern die sich an ihn gewöhnen, die sich selbst hinwegtäuschen darüber, dass sie sich selbst nicht haben. Das ist ihre Tragödie. Und das ist das, weshalb es ihnen dann auch nicht gelingt, zu diesem ewigen Leben, aus dem sie stammen, zurückzukehren. Sondern sie sind unruhig, rastlos, wie Ahas, vor der um die Welt jagt und immer sucht und sucht und eigentlich nirgends eine richtige Stätte der Heimat findet. So ist es also notwendig, dass wir erkennen, dass das, was eigentlich der Tod ist, etwas ist, was das Leben ungeheuer antreibt. Denn dadurch wird das Leben zu einem erhöhten Leben. Und dieses erhöhte Leben ist, so bestätigen es alle Religionen und Philosophien, Liebe. Das ist das Leben Gottes. Aber nehmen wir einen anderen Gegensatz. Nehmen wir die Liebe auf der einen Seite und die Grausamkeit auf der anderen Seite. Das ist ebenfalls ein Gegensatzpaar. Die Liebe als solches, wenn die Grausamkeit nicht wäre, wäre etwas Abscheuliches. Sie wäre fad. Die Grausamkeit im Hintergrund nicht, dass ich sage, dass diese Grausamkeit etwas Richtiges oder etwas Gutes wäre. Aber sie gehört in der Welt der Erscheinungen wie Licht und Schatten, gehört das eine zu dem anderen. Dadurch, dass die Grausamkeit ist, wird die Liebe erhöht, wird die Liebe emporgetrieben. Denken Sie an die Märtyrer, an die Heiligen, die grausamst behandelt worden sind. In welche hohe Liebe sind sie hineingetrieben worden? Denken Sie die Grausamkeiten, die manche Menschen erfahren müssen. Wie viele Grausamkeiten gibt es in den Ehen? Und wo jemand dieses erduldet, um der Liebe willen, vielleicht um der Kinder willen, welch wunderbares Wachstum in der Liebe ist das. Überall, wo sie etwas Abgründiges haben, ist auf der anderen Seite etwas Lichtes. Es gibt die sogenannte Theologia Negativa. Das ist eine Theologie, die sagt, wir können Gott nicht schildern. Aber wir können negative Eigenschaften sagen und so hässliche Dinge sagen, dass wir durch deinen Gegensatz die Herrlichkeit Gottes dartun. Diese Theologia finden Sie überall, auch in der christlichen Theologie, und zeigt, dass das Abgründige, je größer der Abgrund der Hässlichkeit, des Finsteren da ist, dass auf der anderen Seite etwas umso Lichteres vorhanden ist. Dieses Gesetz des Lebens, dem können wir nicht aus dem Wege gehen. Der Mensch, der sich nur immer so in der Mitte hält, verstehen Sie, anständig, ordentlich,
gerade so, dass man richtig dahin lebt. Der hat auf der anderen Seite auch nichts Großes. Der hat noch nie die Himmel erstürmt. Der ist noch nie in der Welt irgendwo für die Evolution oder für etwas Gewaltiges eingetreten. Wir alle tragen diese Spannungen in sich. Jeder Mensch hat Abgründiges in sich. Aber solange er das nicht erkennt, solange ist er entweder so, dass er überhaupt nichts weiß von seinem Leben und nur so dahin träumt, oder aber er ist ein Pharisäer, wie Jesus sagt. Und dann hat er Jesus, den Hypokritos, die Maske, diesen Pharisäern abgezogen und hat gesagt, seht ihr, so seid ihr in Wirklichkeit. Nach draußen tut ihr so, als ob ihr so seid, aber hier lernt ihr euch eigentlich in Wirklichkeit kennen. Wir müssen unsere Gegensätze sehen. Wenn Sie Ihre Gegensätze nicht kennen, dann kennen Sie auch Ihre Werte nicht. Und wenn Sie Ihre Werte nicht kennen, dann werden Sie auch draußen nie richtige Werte finden. Es geht nun so, dass Sie in dieser Spannung von Grausamkeit und Liebe, eine Liebe derartig hochgezogen wird, dass schließlich Sie zu jener göttlichen Liebe gelangen, zu jener wunderbaren Freiheit, aus der wir alle hervorgegangen sind und in die wir alle einmal wieder einkehren werden. So ist es auch mit dem Wissen. Wenn ein Wissen nur da wäre, ohne Unwissenheit, dann wäre dieses ganze Wissen nichts wert. Durch Unwissenheit und Wissen wird das Wissen erst in die Weisheit getrieben. Sie können eine ganze Menge Wissen haben. Sie können einer Fakultät angehören, Sie können ein Meister dieser Fakultät sein, Sie können hervorragende Qualitäten entwickeln. Aber wenn Sie Ihr Wissen nicht in die Gesamtheit einpassen, von allem, und es nur isoliert ist, dann sind Sie ein Unwissender, obwohl Sie ein Wissen haben. Das meinte Lao Tse, als er sagte, wer sein Nichtwissen für Wissen hält, der leidet. Wer an seinem Leiden leidet, wird befreit vom Leiden. Sehr viele Menschen wissen etwas, sie haben etwas gelernt, studiert, aber sie passen es nicht ein in das Große und Ganze. Dann kommt, wie beispielsweise auf dem Gebiet der Physik, kommt die Atombombe dabei heraus. Dann kommen die Waffen heraus, die nuklearen Waffen und all die Dinge, die die Menschheit gefährden, weil sie einfach nicht in das Große eingepasst sind, nämlich in jene Güte, die nicht anders kann, als lieben zu müssen. Das ist das Große, das ist das Ganze, das ist die eigentliche Wirklichkeit. Die Gegensätze sind immer da. Und in diesen Gegensätzen, solange sie darin sind, von These zu Antithese, können sie weder in der These noch in der Antithese einen eigentlichen Wert finden. Einen eigentlichen, einen wirklichen. Sie können ihn sich natürlich einbilden. Sie können sagen, da wo ich stehe, das ist mein Wert. Ein Wert ist meine These, die ich aufstelle, die allein ist Wert. Die Antithese, die taugt nicht. Aber damit schaffen Sie sich ein unglückliches Leben. Denn wenn Sie das sagen, dann projizieren Sie die Antithese hinaus und die kommt als Feind auf Sie zu von außen. Alles, was Sie in sich nicht integrieren, das kommt von draußen, wird nach draußen projiziert und kommt von draußen als Feindschaft oder als Schicksal oder als sonst etwas auf Sie zu und wenn es als Krankheit auf Sie zukommt. Auf jeden Fall geht es darum, dass
sie in einem jeden Augenblick, in dem sie sind, wo sie zwischen These und Antithese stehen, sehen müssen, dass sie die Synthese finden. Das Dritte, das Höhere. Denn jeder Augenblick ist eigentlich ein Augenblick in Gott. Jeder Augenblick ist etwas, wo es nur eine einzige Wirklichkeit gibt, nämlich die göttliche Wirklichkeit. Das, wo Sie, wo ich als Mensch, bedenken Sie als Mensch im humanen Sinne, nun ganz einfach nicht dazu da sind, Partei nach der einen Seite oder Partei nach der anderen Seite zu sein, sondern über den Parteien, die beiden Parteien miteinander zu vereinen. Das ist es, das Höhere zu finden. Sie sind doch nicht dazu da, dass Sie einfach nur in den Gegensätzen hängen bleiben. Sie haben es doch selbst schon erlebt. Sie waren in irgendeinem inneren Konflikt und haben mit sich gerungen, hin und her gerungen und haben keinen Ausweg gefunden. Aber schließlich sind sie vielleicht darüber eingeschlafen, vollständig in Tränen aufgelöst. Aber mit einem Mal sind sie aufgewacht und haben den dritten Punkt gefunden. Er ist ihnen vielleicht geschenkt worden. Es ist ja immer so. Das Wertvollste, der eigentliche Wert, wird uns meistens geschenkt. Und nun, in diesem Augenblick haben sie gespürt, jetzt habe ich überwunden. Das Wort überwinden kommt so oft in der Heiligen Schrift vor. Selig sind, die viele Erfahrungen machen und überwinden, denn sie werden zu den Säulen im Tempel meines Vaters werden. Das ist die Überwindung. Es geht unentwegt um eine Überwindung. In jedem Augenblick geht es darum. Wir haben etwas, was uns sympathisch ist, wo wir uns hingezogen fühlen, und etwas, was sich dagegen stemmt, was ihnen ein Hindernis ist. Sie möchten gerne das verwirklichen, aber sie können es nicht, weil sie ihre inneren Hemmungen haben. Und wenn sie mit diesen inneren Hemmungen nicht fertig werden, dann werden sie nach draußen projizieren. Und wenn sie jemand fragt, ja, warum hast du das jetzt eigentlich nicht erfüllt, dann werden sie sagen, weil ich draußen diese und diese Hindernisse erfahren habe. Aber ich kann Ihnen dann genau auf den Kopf zusagen, nicht die äußeren Hindernisse waren es. Es waren Ihre eigenen inneren Hindernisse. Denn ehe ein äußeres Hindernis kommt, ist zuerst das innere Hindernis da. Und das haben Sie nicht überwunden. Dann haben Sie es projiziert nach draußen und dann natürlich haben Sie irgendeinen Grund gehabt, sich zu entschuldigen, ob des äußeren Hindernisses. Aber wenn sie innerlich überwunden haben und es kommt dann das äußerliche Hindernis, dann überwinden sie auch das äußerliche Hindernis. Ganz bestimmt. Darum ist alles Leben, denn alles Leben ist innerlich. Darum ist alles Leben zuerst von der Innenseite her zu bewältigen. Zuerst einmal da, wo unsere eigenen inneren Gegensätze und Spannungen sind. Und ohne die Überwindungen dieser Gegensätze wäre dieses ganze Leben kein Pfifferling wert. Es ist daher so wichtig, dass wir den Wert des Lebens nicht suchen irgendwo draußen. Nicht irgendwo, wo er auch vielleicht billig zu haben ist, wo sie ihn kaufen können, sondern der eigentliche Wert liegt dort,
wo sie in sich selbst den Wert finden. Jesus hat gesagt, da ist ein Mann gewesen, der hat viele Äcker gehabt und der wusste um einen Acker, in dem ein Schatz verborgen war. Und er hat um dieses Ackers willen alle anderen Äcker verkauft, um dieses einen Wertes willen. Das ist das Gleichnis. Es ist so, dass wir wissen müssen, dass es einen inneren Wert gibt und dass wir um dieses inneren Wertes willen alle anderen scheinbaren Werte, alle illusionären Werte daran geben, um zu diesem Schatz zu gelangen. Und er hat dieses Gleichnis verwandt für das Gottesreich, das jeder Mensch in sich birgt. Jeder Mensch hat in sich diesen absoluten Wert. Wie Sie das Gottesreich jetzt nun nennen, Himmelreich, Ihr wahres Selbst, Ihre innerste Wirklichkeit, Ihre zentrale Mitte, wie Sie es auch bezeichnen wollen, es ist der Punkt, um den eigentlich die Ewigkeit Ihres Lebens kreist, nicht diese vorübergehende Existenz, nicht das, worum scheinbar Ihr Leben geht, denn das, was das kleine Ich ist, von dem Sie sprechen, das ist ja das vergängliche, sterbliche Ich, mit dem vergänglichen, sterblichen Denken darin, sondern da gibt es einen anderen Mittelpunkt, um den das eigentliche Leben geht, und dort ist der Wert. Dieses äußere Ich, das können Sie erreichen ohne weiteres mit Ihrem Kopf. Mit dem Kopf denken, hier können Sie denken, hier können, stehen Sie in der Gesetzmäßigkeit der Kausalität von Ursache und Wirkung. Hier ist das Gesetz der Vergeltung. Das sind Dinge, die können Sie überall lernen, von der Schule an bis zur Hochschule. Überall können Sie diese Gesetze, die die Dinge draußen zusammenhalten, kennen. Aber das Innere, das Inwendige, das hat andere Gesetze. Und das hängt mit dem Herzen des Menschen zusammen. Der Verstand des Herzens erkennt den eigentlichen Wert. Darum sagt Paracelsus, die Welt wird nicht ausgehen, wie sie eingegangen ist. Von der Welt bleibt übrig das Geblühe, aber von dem Menschen bleibt übrig das Herz. Das Herz ist das Entscheidende. Es ist das, ob wir Wert gelegt haben auf diese zentrale Mitte hin. Denn das Herz ist ja im Esoterikos ausgesprochen unsere zentrale Mitte, die Mitte unseres eigentlichen Wesens. Den Wert, den Sie dort finden, ist der Wert, wenn Sie ihn leben, der eigentlich alle anderen Werte beinhaltet. Denn in dem Augenblick, da Sie ihn finden, da Sie sich selbst finden, haben Sie sich und können in sich beruhen. Sie machen nicht den Fehler, dass Sie alles, die anderen Menschen oder wie er kommt, auf sich beziehen. Und indem Sie nun den anderen Menschen auf sich beziehen, verzerren Sie ihn. Sie sehen ihn gar nicht, wie er ist. Sondern in ihrer Ich-Bezogenheit, in ihrer Egozentrizität verzerren sie jedes Bild. Darum ist es, dass sie die Frau ganz einfach, der Mann die Frau nicht kennt, manchmal auch die Frau den Mann nicht kennt, wenn es nur auf das kleine Ich hin bezogen ist und dass dann die Katastrophe kommt, wo man sagt, ja, wie ist so etwas überhaupt möglich? Denn mit einem Mal merkten sie, dass sie sich ja gar nicht richtig gesehen haben, dass das ja alles ein Irrtum war, weil sie es nur auf ihr kleines Ego bezogen haben. Aber wenn sie ganz in sich selbst ruhen,
Wenn Sie irgendwo es fertig bringen, durch die Einsamkeit zu jenem Alleinsein zu kommen, das bedeutet ja nicht, dass da keine Menschen sind, sondern es bedeutet im Gegenteil, dass das All überhaupt Ihnen angehört. In dem Augenblick kommen Sie in Ihr eigentliches Eigentum. Aber Sie müssen durch das hindurch. Wir kommen zu einem wirklichen Wert nie über das Kollektiv. Das Kollektiv ist unmöglich, dass es uns einen eigentlichen Wert vermittelt. Wir müssen das Kollektiv in den Augenblicken, wo wir in unsere Inwendigkeit gehen, daran geben. Sogar das innigste Kollektiv. Jesus sagt, der Vater und der Sohn, die ganzen Verwandten hat er aufgeführt, durch die ein Schwert gehen soll, damit der Mensch eine Zeit habe, wo er zu sich selbst findet. Wenn ich nicht zu mir selbst finde, finde ich auch nicht zu meinem Wert. Und wenn ich nicht zu meinem Wert finde, sind auch alle Beziehungen, die ich habe, im Grunde wertlos. Denn sie gehen auseinander, sie gehen in Brüche, sie zersplittern, sie hinterlassen nur Bitterkeit. Aber in dem Augenblick, wenn sie in sich selbst gehen, wenn sie sich finden, wenn sie zu einer Erkenntnis ihrer selbst kommen, dann haben Sie für den anderen einen ganz anderen Blick. Dann lassen Sie nämlich auch den anderen in sich beruhen. Sie lassen ihn in sich beruhen. Sie nötigen ihn nicht, sie zwingen ihn nicht. Sie bezwingen ihn nicht zu einer Bezogenheit zu sich selbst hin, sondern sie lassen ihm die Freiheit. Das Geheimnis dieser Freiheit, dieses Lassens ist das Geheimnis der Gelassenheit, was die Grundlage zu jeder Lebenskunst ist. Wie wollen Sie Ihr Leben bemeistern? Wie wollen Sie es führen ohne Gelassenheit? Überall, wo Sie in Spannungen sind, wo Sie Angst haben, wo Sie den anderen immer an sich zerren wollen, dass Sie Angst haben, er geht Ihnen verloren, verlieren Sie ihn doch in Wirklichkeit. Rilke sagt, Gewissheit freilich ist das nur den Großen, die sich nach Augen sehen. Denn die anderen wollen es nicht wissen, dass ihr armes Wandern mit keinem Dinge rings zusammenhängt, dass sie von ihrer Habe fortgedrängt, nicht anerkannt von ihrem Eigentumme, das Weib so wenig haben wie die Blume, die eines Lebens ist für alle. Hier, das ist im Stundenbuch, hier sehen Sie ganz deutlich, dass zuerst einmal ein Darangeben in die Freiheit notwendig ist, damit Sie selbst zu einem sich selbst haben gelangen. Denn in diesem sich selbst haben, haben Sie überwunden, die beide These und Antithese. In dem Augenblick haben Sie in einer wunderbaren Weise die Übersicht über die Spannungen und Gegensätze. Wir sagen ja, dass wir Geist, Seele, Leib sind. Das bedeutet, dass der Geist derjenige ist, der sich selbst hat. Jeder Geist, jeder reine Geist, nur nicht der gedankte Vorstellungsgeist des Menschen, das ist etwas ganz anderes, das gehört ja in den Bereich des Menschengeistes. Aber jeder reine Geist, jeder Geist des Absolutes hat sich selbst. Und dieses sich selbst haben, das ist jedem von uns gegeben, denn der Mensch ist ein geistiges Wesen, das mit einem Leibe bekleidet ist. Wenn wir also zu einer Erkenntnis kommen wollen,
Und wir wollen ja diese Erkenntnis unserer inneren Werte erreichen. So ist eine Erkenntnis etwas anderes wie ein Wissen. Erkenntnis ist, dass Sie etwas erkennen, was Sie eigentlich schon lange kennen. Aber dass Sie es jetzt in einem ganz besonderen Zusammenhang sehen. Das ist Erkenntnis. Erkenntnis öffnet Ihnen etwas in den gesamten Daseins- und Lebensbereich, nicht nur auf Ihren Verstand, nicht nur in Ihre Logik hinein, in Ihren ganzen Gemüts- und Gefühlswerten. Sie erkennen mit Ihrem ganzen Wesen, mit Ihrer ganzen Seele. So meinte es, ist es auch ausgedrückt von Jesus, als die Jünger ihn fragten, ja, um was geht es? Sagte er, ihr sollt Gott lieben mit eurem ganzen Wesen, eurer ganzen Seele, eurem ganzen Gemüt. Das ist Erkenntnis. Und wenn wir eine solche Erkenntnis haben, dann geht es, dass wir eigentlich immer etwas verinnigen. Wir können nur über eine Verinnigung zu einer Erkenntnis gelangen. Sie können beispielsweise nie durch einen psychologischen Test zu einer Erkenntnis gelangen. Das liegt auf einer ganz bestimmten Ratio-Ebene, die nicht ausreicht zu einer Erkenntnis. Sie können eine Wissenschaft daraus machen, zweifelsohne. Es ist auch ganz ehrlich dann ausgedrückt, dass das ein wissenschaftlicher Test ist. Gut, das können Sie machen. Aber Sie kommen damit nicht zu einer Erkenntnis. Erkenntnis bedeutet, Sie umfassen, Sie überkommen den anderen mit Ihren ganzen Innigkeitsfähigkeiten, die Sie besitzen. Sie werden für Augenblicke vollständig der andere. Und in dem Augenblick tauchen die eigentlichen Werte auf. Denn da dringen Sie durch die Gegensätzlichkeit des anderen hindurch und erkennen ihn. Erkennen ihn von der Ewigkeit her. Erkennen ihn in dem ewigen geistigen Sein. Geist und Geist begegnet sich. Das eben ist es. Es ist dasselbe, wie Jesus sagte, Gott ist Geist und wenn ihr ihn anbetet, so sollt ihr ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bitte sagen Sie mir, wer betet denn Gott im Geist und in der Wahrheit an? Das ist es doch. Denn da sind doch alle möglichen Vorstellungen und alle möglichen Dinge, aber dieses in dieser Hingabe, der war in die Wahrheit hinein, das wäre die Voraussetzung. Und das hätte er ja auch in die Voraussetzung seines einzigen Gebetes gebracht, nämlich Jesus Christus in die Präambel des Vaterunsers. Geh in dein stilles Kämmerlein, werde doch still. Höre doch auf mit all deinem Denken, mit deinen Konflikten innerlich, die aus denen dann wieder deine zeitlichen Wünsche entstehen, sondern werde doch still. Und der in dein Verborgenes sieht und der deine Stille entdeckt, der wird es dir vergelten in das Öffentliche hinein. Dann wirst du Wunderbares erfahren. Dann werden nicht nur deine Wünsche erfüllt, sondern dann wirst du etwas erfahren, was viel höher ist als wie alle deine Wünsche, die du zusammennimmst. Das sind doch die eigentlichen Werte. Die Werte liegen in uns. Wenn Sie den einen Wert in sich finden, nämlich Ihr Gottesreich, dann sind alle anderen Werte nach innen und außen geöffnet. Aus diesem Wert geschieht die Heilung einer Krankheit, geschieht die Befreiung aus einem Konflikt, geschieht die Verwirklichung einer selbst mitten in diese Welt hinein, dass man mit einem Mal wirklich der sein kann, der man ist. Und damit geschieht das Wunderbarste, die Freiheit.
diese wirkliche Freiheit. Die Freiheit, die ja eigentlich so tief in der Menschheit heute liegt. Und die ja zutiefst irgendwie ersehnt worden ist. Man hat jetzt gerade Jean-Paul Sartre zutage getragen. Seine Philosophie war die Philosophie der Freiheit. Die Freiheit der Person und des vollen Verantwortlichkeit der Person in seiner Freiheit. Natürlich hat er nicht den Bezug, wie Camus beispielsweise genommen, der dann eben doch diese Freiheit erkannte als das, was sie in Wirklichkeit ist. Dass wir in einer Abhängigkeit und Dienstbarkeit stehen, nämlich in derjenigen zu Gott. Dass die eigentliche Freiheit die Dienstbarkeit zu Gott hin ist. Und dass wir daraus in jedem Augenblick volle Freiheit erlangen. Dieses ist natürlich etwas, wenn man es nur logisch nimmt, was wie ein Paradoxon erscheint. Aber wenn Sie es von der spirituellen Seite hernehmen, dann sieht es doch anders aus. Die Schwierigkeit liegt ja nämlich immer doch darin, dass die spirituelle Seite diejenige ist, die mit einer anderen Art von Einsicht und Einsichtsfähigkeit abhängt, als wie unsere Mentalseite, in der wir ja auch Einsicht gewinnen. Es geht ja immer darum, dass wir verstehen, dass dieses Mental, dieses logisch-kausale Denken, von dem viele sagen, dass es das Höchste im Menschen sei, eben doch nur bestimmt ist für eine Dienstbarkeit. Und wenn Jesus Christus sagt, ich bin wahrhaft demütig, so hat er dieses Mental seines logischen Denkens unter die Spiritualität, unter das Geistige gestellt, damit die Ordnung, die im Spirituellen ist, auch das Mental führe und leite. Darum werden wir, wenn wir nur uns immer von unserem Mental, von unserem dialektischen Denken leiten lassen, niemals kontinuierliche Werte finden. Den dauerhaften Wert finden wir nur, wenn wir aus dem Spiritual gewissermaßen unsere Einsichten bekommen, weil der Weg in das Gottesreich, der Weg in den eigentlichen Schatz unseres Lebens darstellt. So ist die Erkenntnis der inneren Werte eine unentwegt kontinuierliche Sache. In jedem Augenblick ist Gott da, um mir in jedem Augenblick einen inneren Wert zu zeigen, den gerade dieser Augenblick in Raum und Zeit enthält. Denn nur dadurch, dass das Überzeitliche seine Allgegenwart in Raum und Zeit ist, wird mir das Auge geöffnet für das Überzeitliche im Zeitlichen, für die Liebe, die mitten in der Grausamkeit ist, für alles das, was hier in der Gegensätzlichkeit ist, ist letztendlich eine verborgene Einheit und Innigkeit. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist Evangelium. Das ist die Freude, die wir haben dürfen an diesem unserem Leben. Das Lauteste, was wir haben, ist unser eigenes Denken.
Unser Denken verhindert uns, in die Stille zu kommen. Denn selbst wenn Sie dem Denken eine gewisse Ruhe geben, dass Sie ruhig denken, betrachtend denken, besinnlich denken, so steht es Ihnen doch meistens noch im Wege zu dieser Stille hin. Und die Praxis, die ja in verschiedensten Religionen und Religionpraktiken, denken Sie an ein Exerzitium der katholischen Kirche oder denken Sie an Yogaschulung oder denken Sie an die Sufis. Es gibt ja eine Unzahl von Bewegungen, die nun alle eigentlich letztendlich auf dasselbe hinstreben, den Menschen in die Stille zu bringen. Das ist aber nie durch ein Gemeinschaftliches zu finden. Also auch wenn Sie in eine Yoga-Schulung gehen und wenn Sie zu Yeshudian gehen, der nun wirklich ein Inder ist, werden Sie diese Stille in der Gemeinschaft nicht finden. Sondern jeder muss individuell in sich versuchen, in diese individuelle Stille zu kommen. Denn es ist ja meine Stille und es ist ja mein Gottesreich und es ist mein Selbst, der, wie ich von Gott geschaffen bin. Und erst wenn ich in diese Stille gefunden habe, dann kann ich auch über diese Stille in die höhere Gemeinschaft finden, die wir ja im Christentum die Gemeinschaft der Heiligen nennen. Das ist die Gemeinschaft, die dann nicht mit einem unteren Kollektiv vergleichbar ist, denn die Leute, die in die Kirche strömen, sind ja in einem unteren Kollektiv. Aber die Gemeinschaft der Heiligen sind die, nicht alle sind berufen, nur wenige sind auserwählt. Das sind die, die durchgedrungen sind, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das Kriterium auf diesem Gebiet ist natürlich darin gelegen, dass wir es nicht begreifen wollen, dass beispielsweise das Böse in der Welt ist. Wir wollen nicht begreifen, dass das Abgründige, Negative, das Grausame sein muss. Und wir tun ja, um dieses Grausame auszuschalten, alle äußeren Mittel dazu aufwenden, die Grausamen, denen habhaft zu werden, um sie gewissermaßen aus der Gemeinschaft auszuschalten. Aber da das Grausame, jetzt nicht die Grausamen, sondern das Grausame, in dem Gegensatz zur Liebe ganz einfach da ist, darum ist ganz einfach es nicht auszumerzen. Wenn Sie mich fragen, wie könnten wir dem Grausamen eigentlich begegnen, so können wir ihm nie begegnen durch eine laue Liebe. Denn diese laue Liebe erzeugt immer auf der anderen Seite auch eine gewisse Grausamkeit. Wir können der Grausamkeit nur begegnen, indem wir unsere eigene Grausamkeit, ich meine Grausamkeit und Sie Ihre Grausamkeit, erkennen, akzeptieren. Jeder von uns ist in sich grausam. Und wenn Sie jetzt das hören und erschrecken und sagen, ich bin doch nicht grausam, so kennen Sie sich eben nicht. Wenn wir uns eine Stunde untereinander unterhalten würden, würde ich Ihnen genau sagen können, wo Sie grausam sind. Denn irgendwo versteckt sich etwas an Grausamkeit.
Allein durch ihre Egozentrizität, durch ihre Ich-Bezogenheit, sind sie in irgendeiner Weise irgendjemandem gegenüber, ich weiß nicht wem, grausam. Und sie verkleiden diese Grausamkeit oft sogar unter dem Gegensatz der Liebe. Aber erst wenn sie einmal ganz klar sehen, wie das ist, wenn ich meine Grausamkeit erkenne, dass ich weiß, so ist sie und ich sehe, und ich sage zu dem, was ich da sehe, das ist aber falsch, das ist nicht richtig. Da ist der erste Akt zur Freiheit und zur Selbsterkenntnis. In der Kirche hat man ja das in der Beichte. Nur, dass sie in der Beichte meistens nicht in einer Selbsterkenntnis sind. Sicher, wenn man einen guten Geistlichen als Freund hat, nicht wahr, und man geht zu ihm und spricht, da kann das etwas ganz Wunderbares sein. Und bei Dostojewski lesen Sie in den Brüder Karamasow, nicht wahr, wie ein Brüderchen einer den anderen begegnet und sie gehen hinein und trinken ihren Wodka und nun leeren sie sich gegenseitig ihre Seele aus und sie segnen sich gegenseitig. Das ist wunderbar. Das verstehen Sie, dass man irgendwo jeder dem anderen begegnet in Christo, das wäre Beichte, eine vollgültige Beichte. Ob die Kirche das nun von ihrem diakonischen Recht anerkennt oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Aber es wäre vollgültig vor Gott, sich ganz einfach einmal klar zu sein über sich selbst. Und ganz einfach dieses sich zu öffnen oft einem ganz fremden Menschen gegenüber. Das wäre eine, zweifelsohne könnte das eine Hilfe sein. Nun ist es so, dass wenn Sie zu dieser Selbsterkenntnis kommen, dann können Sie auch zu einer Synthese kommen. Das heißt, dann haben Sie ja Ihren eigenen Gegensatz erkannt. Denn die Grausamkeit ist ja Ihr Gegensatz. Sie wollen ja lieb sein. Sie wollen liebenswürdig, in jeder Weise wollen Sie lieb sein. Ich will ja Liebe geben. Das ist ja mein empirischer Wille. Aber dieser empirische Wille reicht nicht aus, er reicht zu gar nichts aus. Die Menschen sagen ja auch vor dem Standesbeamten, ich will diese Frau für mein ganzes Leben. Aber der empirische Wille reicht hier nicht aus, wenn nicht etwas anderes hinzukommt. Und das nennt eben die Kirche den Spiritus Sanctus. Und das ist etwas ganz anderes. Der Spiritus Sanctus ist eben meine eigentliche Wirklichkeit, ist meine Gotteskindschaft. Da bin ich eben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese meine eigene Ewigkeit, diesen meinen eigenen Mittelpunkt, den habe ich ja verloren. Darum bin ich ja der verlorene Sohn. Darum sind Sie die verlorene Tochter. Weil Sie Ihren eigenen Mittelpunkt verloren haben. Und solange Sie den verloren haben, solange können Sie sich mühen, wie Sie wollen, es nützt Ihnen gar nichts. Sie müssen diesen Mittelpunkt wiederfinden. Gott muss wieder im Mittelpunkt Ihres Daseins, Ihrer Gegenwart, Ihres Jetzt stehen. Das ist die Sprache der Mystiker des ewigen Nun. Jetzt muss er da sein. Alles andere, was später ist oder früher, geht mich gar nichts an. Mich geht nur das Jetzt an. Das Dasein, das geht mich an. Hier liegt die Gnade. Hier will sich Gott mir gnaden. Jetzt will er sich mir gnaden. Und dies ist das zu Ergreifende. Das eben ist
im Grunde wirklicher Existenzialismus. Hier ist wirklich, sind wir wirklich in der Existenz. Gott ist in unserer Existenz drin. Und wenn Sie ihn in Ihrer Existenz erkennen, dann ist nicht nur eine Synthese zwischen These und Antithese gefunden, dann fängt alles an zu leuchten. Dann verstehen Sie, ist dieses Dreieck gewissermaßen umstrahlt im Leibe Christi. Denn im Leibe Christi zu sein bedeutet ja, dass ich eine Hülle habe. Ihr Leib ist ja eine Hülle und mein Leib ist auch eine Hülle. Und wir sagen, er ist eine vergängliche Hülle. Aber es ist nicht die einzige Hülle, die wir haben. Wenn wir anfangen zu leuchten, wissen wir, dass wir auch noch andere Hüllen haben. Und dass diese anderen Hüllen die eigentlichen Träger des Lebens sind. Diese sterbliche Hülle, diese Larve, in der sie sich gewissermaßen befinden, die ist ja auch wunderbar veranlagt. Sehen Sie, sie besteht aus Billionen von Zellen. Und in jeder Zelle drin ist eine Intelligenz. Das sagt sogar der Naturwissenschaftler. Und diese Intelligenz wartet, dass die Ganzheit über sie komme. Und wenn die Ganzheit über sie komme, wird einmal dieser Leib leuchten. Und wird dieser Leib so sein, dass er übergeht in dem, was man Transsubstantiation nennt, in einen höheren, feineren Leib. Und ihr werdet den Tod nicht schmecken. Das sind alles dann nur Wandlungen, wie alle Wandlungen im Leben, Metamorphosen. Wir werden immer einen Träger haben. Wir werden niemals den Leib verlieren. Die Frage in Christo, die Frage des Christentums ist immer die Frage des Leibes. Grundsätzlich. Worum geht es denn? Es geht um Ostern. Es geht um die Auferstehung des Leibes. Aber nicht, auch wieder nicht, wie man oft meint, vielleicht in einer Psi-Forschung, dass da irgendwo solche Scheinwesen oder Schemen auftreten, weil man, wenn man diesen Leib verliert, man nun eine Vorstellung eines Astralleibes oder eines sonstigen Leibes hat. Nein, nein, nein. Sondern sie bleiben im Leib. Sie verändern sich nur in ihrem Bewusstsein. Und der Veränderung ihres Bewusstseins gemäß erhalten sie den ihrem Bewusstsein gemäßen Leib. Denn der Leib ist der Träger des Bewusstseins. Durch den Leib und durch den Geist, Objekt und Subjekt oder umgekehrt, haben Sie ein Bewusstsein. Je reiner Sie werden in Ihrem Bewusstsein, umso reiner wird auch der Geist. Und viele Menschen werden eines Tages, verlieren eines Tages diesen Leib, sie legen ihn einfach ab wie ein Kleid, weil er ihrem Bewusstsein gemäß kein würdiger Träger mehr ist. Verstehen Sie? Er trägt noch Dinge an sich, die dieser schon ungeheuren gewachsenen Seele und Geistigkeit nicht mehr gerecht werden. Und dann wird dieser Leib gesprengt. Aber mit dieser Sprengung des Leibes tritt ein neuer Leib hervor. Und das ist die Auferstehung. Das ist Ostern. Es tritt dieser Leib hervor, der in einer wunderbaren Weise nun ein dauerhafter Leib, ein ständiger geistiger Träger ist, der aber wiederum die Möglichkeit hat, sich in irgendeiner Freiheit einmal in irgendeine neue Form, in diese oder jene Form zu geben
um zu helfen, um da zu sein. Denn unser Leben besteht ja darin, dass wir, wie Gott selbst, der der Allerbarmer ist, eigentlich uns aller Kreatur erbarmen. Ich glaube, wer dahin ist in diesem Raum, hat irgendwo in seiner Seele den Wunsch, sich irgendjemandes zu erbarmen. Und wenn es ein Tier und eine Katze oder ein Hund oder ein Vogel oder ein Mensch oder ein Kranker ist, irgendwo ist diese Erbarmungsfähigkeit mit ein ganz wesentlicher Punkt seiner Existenz, dass er da ist. Und weil wir das verloren haben, weil wir diese Erbarmensfähigkeit nicht in den Vordergrund stellen, darum sind wir selbst so elend in uns geworden. Wir sind so elend geworden, dass wir selbst des Erbarmens, sogar des Erbarmens anderer Menschen bedürfen. Dann kommen wir in irgendwelche Abhängigkeiten in ein Krankenhaus oder zu irgendeinem Menschen, der uns pflegen muss oder sonst etwas. Das ist doch etwas Elendes. Aber doch nur deshalb, weil wir nicht erbarmend waren, weil wir nicht dorthin gegangen sind. Wir haben das so schön. Wenn Sie das Horoskop sehen, sehen Sie es wunderbar, die Sonne im 12. Feld. Wenn Sie das stark besetzt haben, dann haben Sie eine wunderbare Möglichkeit, als Arzt oder sonst wie in einer Fürsorge für Menschen, die in einer Not sind, da zu sein. Aber wenn Sie ein lustiges, spaßhaftes Leben irgendwo führen wollen, und Sie tun das, dann kommen Sie selbst als Kranker und Notleidender oder Gefangener in eine solche Lage. Das ist es. Das können Sie nun machen, wie Sie wollen. Aber da ist eines der Grundkonzepte unseres menschlichen Lebens und auch eines der Grundkonzepte der inneren Werte von uns. Denn der innere Wert ist immer dort, wo wir dem nachgeben, wo unser Herz hindrängt, dass wir uns erbarmen. Dass wir ganz einfach nicht unsere Kritik, nicht unseren Verstand des Kopfes sprechen lassen, sondern unser Herz umarmen, liebkosen, lasse die Kindlein zu mir kommen. Ganz einfach in diesem unmittelbaren Sein den eigentlichen wunderbaren Wert dieser Existenz zu sehen. Denn Sie können ja auch alle möglichen Berufe dabei haben. Sie können ja auch auf jedem Beruf erbarmend sein. Es gibt ja wunderbare Berufe. Und wenn Sie einen künstlerischen Beruf haben, können Sie erbarmend sein. Überall steht diese Möglichkeit Ihnen anheim. Gegeben. Es geht darum, dass wir also den Widerspruch, den Gegensatz in uns selbst erkennen, ihn als eine Tatsache nehmen und wenn Sie morgen früh aufwachen, dann sagen Sie sich, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ein in mir gegensätzlicher existenter Mensch bin. Denn alles besteht aus Spannungen und Gegensätzen. Dass ich aber als Mensch die Fähigkeit habe des Geistes, dass ich diese Gegensätze in eine Harmonie bringe. Das kann ich. Und das könnten Sie in einem jeden tun. Und wenn Sie weniger tun, wenn Sie nur noch die Hälfte tun von dem, was Sie jetzt tun, aber sie tun es so, dass sie alles, was sie tun, jeweils in eine Harmonie bringen, werden sie nicht nur sehr viel glücklicher sein, im wahrsten Sinne des Wortes, es wird ihnen alles glücken, sondern sie werden zu gleicher Zeit auch bis in das Materielle hineingesegnet sein.
Aber man muss es riskieren, man muss es wagen. Man muss ganz einfach irgendwo einmal anfangen, umzudenken. Denn das Denken bisher, das Denken der Menschen, durch all diese Jahrtausende hindurch war falsch. Denn das hat sich ja nach draußen hin gezeigt. Es hat kein Jahrhundert gegeben, wo es nicht mehrere Kriege gegeben hat. Und wenn Menschen nun sich selbst töten, gegenseitig, so ist doch das doch der Ausdruck, dass irgendwo in ihrem Denken etwas nicht richtig ist. Und dass sie durch ihr Denken nicht die Lösung ihres Lebensproblems finden. Das finden sie nicht. Sie finden auch durch ihr Denken nicht zu den eigentlichen Werten, zu den inneren Werten ihres Lebens hin. Darum sagt Jesus Christus, und er sagt es in so vielen Gleichnissen, vom Senfkorn, von allen möglichen, vom Schatz und von allen möglichen. Es gibt etwa 50 Gleichnisse, die er nur um dasselbe gesprochen hat, um diesen inneren Wert und das Gottesreich. Er sagt, wenn ihr das findet, dann sind eure Lebensprobleme alle gelöst. Aber das ist das Entscheidende. Und darum ist es wichtig, dass wir in diese Inwendigkeit hineingelangen und dass wir uns davor nicht abhalten lassen. Auch nicht durch auswendige Dinge, auch nicht durch alle Versprechungen von draußen, sondern dass wir ganz einfach auf diesem Weg nach innen festhalten. Und dass wir verstehen, dass wir diesen Weg nach innen nicht gehen können, wie er sagte, auf der breiten Straße, die in das Verderben führt, also im Kollektiv, würden wir heute sagen, sondern dass wir es nur gehen können und den Weg nur finden, auf dem schmalen Pfad, der in das ewige Leben führt. Und dieser schmale Pfad ist meine Einsamkeit. Das ist doch ganz gleich, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe oder wer mir alles angehört, aber ich muss einsam sein. Und ich muss auch meiner Frau, meinen Kindern ihre Einsamkeit lassen. Darf sie nicht ihnen nicht wegnehmen. Wir müssen einsam sein. Bejahen Sie die Einsamkeit, Ihre Einsamkeit und die Einsamkeit des anderen. Und dann wird es wunderbar, denn in dem Augenblick beziehen sie den anderen, die Frau, die Kinder nicht mehr auf sich selbst. Sie sagen nicht, meine Kinder. Denn das ist es doch. Wenn sie sagen, meine Kinder, dann brennen ihnen ihre Kinder durch. Und sie haben ganz recht, dass sie durchbrennen. Denn sie sind doch Wesen in sich. Sie sind doch eigene Seelen. Dieses, verstehen Sie, mein. Sie sagen mein zu allen Dingen, die geduldig sind, sagt Rilke. Wie einer einen Fürst nennt, seinen Freund nennt, im Gespräch mit Bauern, wenn dieser Fürst sehr groß ist und sehr fern. Dieses, verstehen Sie, wir sagen alles mein, wir beziehen alles auf uns. Seien Sie doch mal einsam. Beruhen Sie doch mal in sich selbst. Und lassen Sie alles um sich, in sich selbst beruhen. Und entdecken Sie, wie wunderbar das Leben dann wird. Entdecken Sie diese wunderbare Freiheit. Entdecken Sie, was alles Sie leisten können und wie Sie hier mit einem Mal keine Täuschungen und keine Enttäuschungen mehr haben. Dieses ist es, was Sie wissen müssen. In jedem Augenblick müssen Sie Ihren Gegensatz erkennen. Und im Gegensatz dazu verwenden, dass das, was sie wollen,
durch den Gegensatz erhöht wird. Nicht wahr? Sie tragen etwas in sich, sie tragen eine Leidenschaft in sich. Sie erkennen diese Leidenschaft, sie haben das Bild dieser Leidenschaft. Sie haben die Liebe zu einem Menschen, aber sie haben auch die Leidenschaft zu diesem Menschen. Und nun können sie natürlich Folgendes machen. Sie können diese Leidenschaft, können sie nun gewissermaßen von sich wegstoßen. Sie können asketisch sein und können sagen, ich will von dieser Leidenschaft nichts zu tun haben. Askese ist etwas vom Furchtbarsten, was es gibt. Und dann kommt diese Leidenschaft von außen her an sie heran, durch irgendeinen anderen Menschen, und sie werden hineingezogen in ganz abscheuliche Situationen. Aber sie können diese Leidenschaft auch nehmen und können die Liebe, die sie haben, dadurch in die Höhe steigern. Und mit einem Mal wird aus ihr ein ganz lichter Brand, ein edler, reiner Brand wird. Aufgrund dessen, dass sie ihre Leidenschaft in sich integriert haben. Die Integration in sich, das, was sie als Negatives in sich tragen, auch als negative oder abgründige Vorstellungen, laufen sie ihnen nicht davon. Auf keinen Fall, und verdrängen sie sie nicht. Das machen alle Menschen. Immer wieder davonlaufen und verdrängen vor den eigenen Vorstellungen. Treten sie ihnen entgegen und sehen sie sie an. Und nehmen Sie sie und erhöhen Sie damit Ihre positive Kraft. Sie werden sehen, es gelingt Ihnen, wenn es Ihnen ein erstes Mal gelungen ist, dann werden Sie langsam sogar Meister darin. Sie fangen an zu überwinden. Sehen Sie, das bedeutet jetzt nicht, dass die Vorstellungen, sagen wir, sie haben einen Menschen, ein Mann hat eine Frau gefunden, die sehr schön ist und in die er sich verliebt und in dem die Leidenschaft sogar in ihm auftaucht. Er soll dieses Bild der Leidenschaft ganz klar vor sich sehen. Er soll nicht davonlaufen und soll dieses zu einer hohen Liebe werden lassen. Und dann kann er dieser Frau mit ganz offenen, klaren Augen und reinem Wesen begegnen. Und es sind wunderbare Dinge in dieser Welt daraus entstanden. Denken Sie an Tschaikowski und seine Geliebte. Denken Sie an Michelangelo Buonarroti und die Gräfin, die er geliebt hat und die zu einem mächtigen Brand in seinem ganzen Tun wurde, zu einem wunderbar schöpferischen. Laufen Sie doch nicht davon, sondern stellen Sie sich. Das, was in Ihnen auftaucht, ist von Gott Ihnen gegeben, damit Sie überwinden. Und Sie werden sehen, es ist, wird zu einem ganz wunderbaren Leben. Mit der Zeit bekommen Sie diese wunderbare Überwindungskraft, die sie am Anfang überhaupt nicht hatten, wo sie eben ständig davongelaufen sind oder irgendwie verdrängt waren. Denn das, was Carl Gustav Jung die Hölle nennt, das ist ja nichts anderes als wie die Verdrängungen der Dinge, die wir selbst nicht wahrhaben wollen und die wir dann hinunter verdrängen. Und dort sind sie und nehmen diesen wunderbaren Reflexspiegel zum Himmel, der da unten ist, auf der die Mutter Gottes steht, wie in den Mariensäulen. Sie ist so verschmutzt von diesen Verdrängungen, dass sie gar nicht mehr leuchten können. Und darum brauchen sie so viel Kaffee und lauter solche Palliative, weil man eben sich sonst irgendwie das Gefühl der Lebendigkeit irgendwelcher
künstlichen Vitamine schaffen muss, dass man das Gefühl hat, man lebt. Sie bräuchten so gut wie nichts, wenn ihr Spiegel strahlen würde, da unten. Darum ist Christus dort unten, so sagt sogar Carl Gustav Jung. Er ist unten auf diesem verschmutzten Spiegel und er wartet, bis wir um Hilfe rufen. Denn wenn Sie eine multiple Sklerose bekommen oder dass der Krebs einsetzt oder sonst etwas, so kommt er nur von diesem verschmutzten Spiegel in Wahrheit. Und wenn Sie nicht den Christus rufen und finden, dann kommen Sie eben auf solche Intensivstationen, wie Tito heute ist. Das sind doch die Dinge, die uns wir sehen müssen in dieser Welt. Das sind doch diese abgründigen Dinge, diese gequälten Dinge. Hölle ist doch eine Qual, es ist doch eine Höllenqual. Und es ist eine Höllenqual, weil wir irgendeinmal nicht fertig geworden sind. Darum soll man schon ein Kind dazu erziehen, dass es ehrlich und wahrhaftig ist und dass es sich dazu bekennt. Und wenn es auch irgendwie Schiffbruch erleidet, ist ja doch gar nicht so schlimm. Aber das Wichtigste ist, dass es sich dazu bekennt und damit es nicht davonläuft vor sich selbst. Das ist das Allerschlimmste. Davonlaufen, fliehen, wie so viele Menschen geflohen sind, wenn die Gefahr kommt, oder auf der anderen Seite eben verdrängen. Vieles würde in der Weltgeschichte anders verlaufen, wenn die Menschen nicht immer gleich fliehen würden. Denn die, die fliehen, hätten die Kraft zu überwinden, auch für die anderen. Aber sie trauen sich's nicht zu und fliehen ganz einfach. Aber ich glaube, wir haben es alle schon gemacht. Ich habe es schon gemacht und Sie haben es schon gemacht. Wir haben alle schon denselben Fehler gemacht. Und es geht ja nur darum, dass ich Ihnen Impulse in Bezug auf dieses Verhalten vielleicht geben wollte, dass Sie es mal experimentieren. Wie wäre es, wenn Sie es mal experimentieren würden? Und so ganz einfach, wenn Sie von etwas ergriffen sind, was Sie sagen, nein, das ist nicht richtig, sagen, ich glaube aber nicht davon, sondern ich sehe es mir genau an. Bitte. Und dann nehme ich dieses und erhöhe meine Kraft. Ich stehe dazu. Denn Gott hat es mir in den Weg gestellt. Sehen Sie, das ist es doch. Wir sind in diese Welt gekommen, mit von Kopf bis zum Fuß mit Sinnen nach draußen ausgestattet. Nerven vom Kopf bis zum Fuß und Sinnesorgane. Wir sind so fühlsam nach draußen. Aber wozu haben wir denn diese Fühlsamkeit gewollt? Wir haben sie gewollt, damit wir da, wo Not ist, herkommen und diese Not befreien durch unsere Geistigkeit, durch unseren Geist, weil wir ja vom Himmel gekommen sind, weil wir ja vom Geiste gekommen sind. Nun ist alles, was natürlich in Not ist, das reizt. Wenn ein Mensch in Not ist, wenn ein Tier in Not ist, wenn eine Pflanze in Not ist. Eine Pflanze reizt immer mit ihrem schönen Duft, mit ihren Blüten, dann werden die Bienen angezogen und so weiter. Sie ist in einer Not, in einer Geschlechtsnot und auf diese Weise kommen das. Und die Menschen, Frauen machen es genauso. Sie reizen auch. Und die, die reizen, sind diejenigen, die am allerärmsten dran sind. Und um ihre Willen sollen wir uns erbarmen. Aber die meisten, die sich erbarmen sollten, fallen auf den Reiz ein und fallen selbst in das Netz dieser Reize. Und in demselben Augenblick haben sie natürlich nicht mehr erlösen. Haben sie keine Erlösungs- und keine Überwindungskraft mehr. Das ist es doch. Aber so wie sie die wahre Schönheit des anderen erkennen könnten, wenn sie des Menschen, der da nach außen so reizvoll ist,
eindringen, inner werden könnten in die Seele und ihm helfen könnten zu sich selbst, würde vielleicht dieser Mensch diese reizvollen Kleider abtun und in ein ganz schlichtes Gewand sich kleiden und würde in kurzer Zeit einen anderen Menschen finden, der, mit dem er eine sehr glückliche Ehe führen könnte. Das sind solche Dinge, die man sehen und erfahren kann. Es geht immer darum, dass wir eigentlich eindringen in den inneren Wert. Die Werte draußen, die sie haben, sind allenfalls Gleichnisse für innere Werte. Sie können sagen, Gold ist ein Gleichnis für das Herz und Silber ist ein Gleichnis für die Seele. Und so können Sie überall Gleichnisse in äußeren Werten finden, Entsprechungen. Aber das Entscheidende ist, dass Sie den Wert selbst finden, dass Sie eindringen in die Wirklichkeit des Wertes und dieses erfahren. Das ist das Sinnvolle unseres Lebens. Alles andere, was Sie sonst tun, das ist mit so viel Unwesentlichem zusammenhängend. Und aus dem vielen Unwesentlichen, was jeder von uns tut, entsteht das Unwesen. Und irgendwo sind Katalysatoren für das Unwesen da. Das sind dann beispielsweise die Terroristen. Das sind Katalysatoren all des Unwesens, was wir treiben. Weil wir eben nicht in unserem Wesentlichen bleiben. Darum, Mensch, werde wesentlich. Denn wenn das Sein vergeht, dann fällt der Zufall weg. Das Wesen, das besteht. Angelus Silesius.